Liebe Zuschauer, Fans und Supporter, das Jahr nähert sich dem Ende zu und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um ein paar Worte an euch zu richten. Erstmal wollen wir uns bedanken für die vielen wundervollen Menschen, die wir durch HLP kennengelernt haben. Menschen, die den Mut aufbrachten, uns ihre Geschichte und Erlebnisse zu teilen. Menschen, die uns unterstützten als YouTube-Mitglied oder uns Sachen zukommen lassen haben. Das ist durchaus keine Selbstverständlichkeit, gerade in den schweren Zeiten, die wir dieses Jahr durch Corona miterlebt haben und die vielen Berufe, die darunter zu leiden haben. Das bringt mich direkt zum nächsten. Ich danke allen Menschen, die dieses Jahr über sich hinausgewachsen sind und sich für andere eingesetzt haben. Ich meine hier nicht nur aktive Helfer wie die Feuerwehr oder Personen, die sich um kranke oder alten Menschen kümmern. Auch jeden Vater, jede Mutter, welche ihren Kindern Mut zugesprochen haben, obwohl diese selber Angst um ihre Familien, ihren Beruf und wie die Zukunft aussehen wird hatten. Wir hoffen, dass wir euch etwas ablenken konnten durch unsere Wochenendabenteuer, die wir mit euch zusammen erleben konnten. Ich weiß, dass wir uns auch nicht immer richtig verhalten haben und möchte mich entschuldigen bei Menschen, denen wir negativ aufgefallen sind. Dazu möchte ich erklären, dass wir zwei ganz normale Personen sind. Wir haben kein Management oder Casting-Team hinter uns und es ist auch nicht immer einfach, jede der vielen Anfragen so zu beantworten, dass es dem Verfasser gefällt. Darum möchte ich eine Hand des Friedens ausstrecken, um alle negativen Sachen hinter uns zu lassen und in ein positives neues Jahr zu gehen. Ich wünsche euch allen nur das Beste und bleibt bitte gesund. Euer Team Horror Lost Places. Warnung! Die von Horror Lost Places gezeigten Video- und Audioaufnahmen könnten auf einige Zuschauer verstörend wirken. Die Geisterwelt ist nicht immer berechenbar und wir können keine Energie zwingen, in den Kontakt mit uns zu gehen. Doch manchmal passieren einfach Dinge, die so unglaublich sind, dass wir froh sind, dass gerade die Kamera läuft. So entstehen Momente, die so unglaublich wichtig sind, wie in dieser Folge, die wohl zum Jahresende zu einer der wichtigsten Folgen des ganzen Jahres geworden ist. Es ist wohl nicht gelogen, wenn ich sage, dass diese Folge die gesamte Geisterforschung erschüttern wird. Schreit! Schreit! Was ist jetzt? What? Was? Mach den Laptop an! Hier ist wieder Horror Lost Places und wir haben wieder einen außergewöhnlichen Lost Place gefunden, hier mitten im Wald. Ein alter Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, wahrscheinlich zur Heimatverteidigung hier gebaut. Ja, und wir wollen jetzt mal gucken, ob wir nicht unsere Geistergeräte bauen wir jetzt auf. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht Kontakt bekommen. Wolltest du schon mal was anmachen? Ich glaube gerade an. Der Sensor geht schon los.
Ich frage einfach mal so, ist hier eine Präsenz mit uns hier? Ich will mich jetzt mal vorstellen, mein Name ist Mike. Ich bin Wir sind paranormale Forscher und würden gerne den Beweis der Anderswelt antreten. Ja, es freut uns, dass du uns gerne Kontakt mit uns aufnimmst. Oh, wir haben Zeit, wir können warten. Wenn du nicht genug Energie hast, kannst du auch welche von den Batterien aus den Geräten nutzen. Nur nicht von uns. Ist denn noch eine Person hier? Da ist jemand aus dem Zweiten Weltkrieg hier. Du kannst auch gerne dieses Gerät berühren. Und das macht dir nichts. Das schlägt dann nur aus und wir wissen, du bist hier. Wenn du das berührst. Du kannst auch gerne das Gerät benutzen. Ja, danke. Wir sind hier oder so? Kamera? Wie viele seid ihr denn? Konnte ich jetzt nicht verstehen? 8 oder so? Haltet euch jetzt gut fest, denn jetzt kommt eine mega Rückmeldung. Eine direkte Befragung an die Präsenz, das K2-Gerät zu berühren. Dieses Gerät ist praktisch das Standard-Toolkit eines jeden Geisterteams und nimmt elektromagnetische Energie wahr. Also solltet ihr jetzt noch keine Chips oder anderen Knabbereien haben, macht besser Pause und besorgt euch Nervennahrung, denn jetzt wird's richtig spooky. Seid ihr mehr als zwei, dann fasst noch mal dieses Gerät an. Okay, danke. Vielen Dank. Du kannst es auch wieder loslassen. Kannst du es einmal loslassen? Danke. Wir haben jetzt auch auf diesem Gerät hier gerade Präsenz bekommen. Bist du noch hier mit uns? Besuchen Sie mich. Ja, wir sind hier, um Sie zu besuchen. Und alle Seelen, die noch hier sind, an diesem Ort. Mein Name ist Mike. Stell mich erstmal vor. Ich bin Clarissa. Jäger. Okay, waren Sie ein Jäger hier in diesem Wald? Passt zumindest zur Umgebung auch. Ja. Krass, dass es wieder so passt, ne? Oder es gibt hier auch Feldjäger oder so beim Militär. Habe ich gerade auch gedacht, ja. Mein Sohn. War Ihr Sohn beim Militär? Liege ich da richtig? Sie töten? Also ich verstehe richtig, Sie sind ein Jäger und Ihr Sohn war beim Militär und hat getötet. Wahrscheinlich im Krieg. Ist das soweit richtig? Sind Sie gebunden an diesen Ort? Okay, K2 geht auch.
Wissen Sie, warum Sie an diesen Ort gebunden sind? Kollision. Das sagt mir jetzt nichts. Könnten Sie das vielleicht irgendwie erklären für uns? Kollision mit etwas hatten Sie? Jäger? Vielleicht irgendwie so ein Unfall oder so? Hatten Sie eine Kollision mit einem Auto vielleicht? Oder mit dem Panzer? Hallo, wir haben nochmal das Portal aufgebaut. Ist hier eine Präsenz mit uns? Wir würden mit dir gerne kommunizieren. Kannst du uns eine Rückmeldung geben? Ja. Ja. Wer ist denn da? Könntest du deinen Namen sagen? Meiner ist Mike. Hallo? Ja, hallo. Da ist jemand sehr leise. Kannst du vielleicht ein bisschen lauter reden oder näher zum Gerät kommen? Du bist sehr leise für uns. Das ist bald auf Anschlag. Also vielleicht. Du bist ein Mann. Wir haben noch ein anderes Gerät dabei. Eine Kamera. Würdest du dich da vorstellen? Okay, das war jetzt schon lauter. Sollen wir dieses Gerät mal aufbauen? Ich wusste, das explodiert ja. Jetzt bist du nah genug, vielen Dank. Bist du an diesen Ort gebunden? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Okay, wir haben hier auch ein Wärmegerät. Den können wir mal da rein. Können wir mal die Wärme mal nehmen. Und 0 Grad? Jetzt echt? Nee, oder? Das ist auf 9 Grad, der Laptop. Hier, guck du mal. Leuchte mal da rein. What? Zeig mal hier die Kamera. Fokussieren wir bitte da auf. 0 Grad im Bunker. Boah. Und wir haben hier. Vielleicht ist noch jemand im Bunker. Wir sollten vielleicht auch die Kamera mal aufbauen. Ja. Ich glaube, das hier mit dem Gerät, das gibt jetzt gerade nicht viel. Ja. Ich echt den Geist auf. Ne? Okay Leute, wir haben jetzt mal Kinect angeschlossen und dann können wir mal ein bisschen leuchten.
wir vielleicht was haben hier auf dem Radar. Der hat schon eine Lampe auf dem Kopf. Noch was mehr. Ja, hier, das Bild. So, jetzt bist du ganz oben in der Ecke vom Bild. Was ist das denn? Dann bin ich das? Was ist das? Da ist was. Ich bewege mich nicht. Jetzt ist weg. Im Bunker. Ja, da haben wir ja auch gerade geguckt wegen Thermometer, ne? Den Fall mit drauf. Also, vielen Dank, dass du uns gezeigt hast. Wenn du willst, kannst du nochmal dieses Gerät hier benutzen, um mit uns zu reden. Würden wir uns sehr freuen. Oh, direkt Präsenz. Direkt sofort, wo ich gesagt habe. Der ist ja auch hier, aber der will sich auch nicht mehr zeigen. Hallo, warst du gerade auf der Kamera zu sehen? Wenn ja, das hat uns sehr gefreut. Würdest du dich bitte noch einmal vor diesem Gerät stellen, vor dieser Kamera, damit wir dich sehen können? Bist du in dem Bunker drinnen noch? Also ich würde uns sehr freuen, wenn du dich nochmal zeigen würdest. Das würde uns echt sehr viel bedeuten. Adler? Okay. Adler war auch so ein Wehrmachtszeichen, ne? Gab es ja auch diesen Adler. Meinst du diesen Wehrmachtsadler? Ich weiß jetzt nicht, wie der genaue Bezeichnung von ihm ist. Einen Orden vielleicht. Würdest du uns gerne präsentieren mit deinen Orden? Das würde uns sehr freuen. Das Geld? Hast du hier vielleicht Geld versteckt? Kann da hier mal was vergraben oder irgendwie sowas? Ja, darauf wollte ich da hinaus. Zwei. Okay. Wie ist denn dein Name? Unheil. Okay. Was meinst du mit Unheil? Ist dir Unheil passiert? Da. Nein! Da. Nein! Warst du gerade auf der Kamera? Durften wir dich gerade sehen? Ist da, aber er will auch nicht wirklich. Du musst keine Angst vor uns haben. Wir wollen nicht dein Geld haben. Im Bunker. Ja. Wir wollen nicht dein Gold, Geld oder Orden. Wir wollen nur kommunizieren mit dir. Du musst keine Angst haben. Du kannst deinen Schatz behalten. Wir sind nur Geisterforscher und würden gerne den Schreit. Hilfe, was meint ihr denn damit? Warum sollten wir schreien? Oh Gott. So, jetzt kommt der Moment, der wirklich sehr erstaunlich ist. Und ich hoffe, ihr seid darauf vorbereitet. Da nun alles sehr schnell geht, möchte ich ein paar Dinge zum Verlauf erklären. Die Kinect muss unter Windows gestartet werden, damit die Treiber richtig laufen.
Vor dem Wechsel zu Windows habe ich den Akku des Laptops noch einmal nachgesehen, ob der Wechsel nun auch noch wirklich lohnt. Und er stand bei 40%, was eigentlich für ein MacBook Pro noch sehr ausreichend ist. Während die Kinect läuft, könnt ihr sehen, dass der Akku keine Warnung gibt, noch das Symbol rot wird. Es steht also noch genügend Akku zur Verfügung, wie ihr auf diesem Standbild sehen könnt. Das Ganze ist nun sehr wichtig, denn nun könnt ihr gleich verfolgen, wie ein Wesen auf die Kamera zukommt und bei dem Erreichen der Kamera der Laptop komplett ausschaltet, ohne eine vorherige Warnung. Sowas habe ich selber noch nie erlebt und ich habe in unserer Gruppe gefragt, ob jemand dafür eine Erklärung haben könnte. Es ist ein wirklich extremer Moment, der totale Gänsehaut bei uns allen verursacht hatte. Und um auszuschließen, dass uns wieder ein Fake unterstellt wird, war bei der Aufnahme auch wieder ein Zeuge dabei, der aufrichtig bestätigen kann, dass hier nichts manipuliert wurde. Und wenn es wieder darum geht, dass es ja ein Zufall ist, dass gerade der Akku den Geist aufgibt, dann ist das schon ein sehr ungewöhnlicher Moment, als gerade ein Wesen auf die Kamera zugeht. Warum nicht früher oder später? Nein, an einen Zufall glauben wir nicht. Es ist ein eindeutiger Beweis, dass mehr existiert. Was ist jetzt? What? Was? Mach den Laptop an! Was ist jetzt? What? Was? Mach den Laptop an! Geht nicht. Nee. Ist weg. Alter! Hallo? Krass! Das hat komplett verabschiedet. Also ohne Scheiß. Das war jetzt krass. Das war jetzt so ein richtiger What the Moment. Kurz noch mal was auf der Kinect aufgenommen. Es sah jetzt so aus, also es war ein riesengroß. Eine Gestalt. Eine riesengroße Gestalt, als würde sie aus dem Bunker hinausklettern wollen. Boah, da habe ich gerade nicht geguckt. Ich habe auf das Tablet geguckt, weil es gerade ausgegangen. Da ist auch sofort der Laptop ausgegangen, Tablet ausgegangen, alles auf einmal ausgegangen. Müsste die Kamera auch eingefahren Wahnsinn. Haben, weil das war echt riesengroß. Also, ich glaube, wir packen lieber unsere Sachen in unseren neuen Bollerwagen, den wir gesponsert bekommen haben von unseren super Fans. Damit können wir viel leichter, seht mal hier, wir haben so viele Sachen zu transportieren. Und das geht echt viel leichter damit. Vielen Dank nochmal. So Freunde, das war ja wieder total spannend, was wir hier erlebt haben. Wir packen jetzt lieber ein und ihr könnt ja mal kommentieren unter dem Video, was haltet ihr von der Folge. Und das war jetzt echt sehr verstörend am Ende. Oh Gott, wir sollten lieber ein Schutzgebet reden und uns hier verabschieden von diesem Ort. Das werden wir jetzt machen. Und schaltet wieder rein, wenn es Zeit wird für Horror Lost Places.